Das Prinzip ist inzwischen klar, hier wird alles optimiert, hier wird alles verbessert, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist. Und da machen die Jugendlichen auch vor den Prozessen von Jugendhakt selber nicht halt. Und darum geht es im nächsten Projekt von Group Up und das sind Karl und Sören. Einen ganz herzlichen Applaus. Ja, wir sind das Team Group Up, das ist Karl, ich bin Sören. Und unsere Intention hinter dem Projekt war eigentlich, am Freitag, als jeder sein Projekt vorgestellt hatte und da war ein ziemliches Chaos und wir haben da so einen Raum gehabt und da wurden alle Projektplakate aufgehangen und es war ein riesen Chaos da drin, eine Idee zu finden oder sich ein Projekt auszusuchen, bei dem man mitmachen will. Deswegen haben wir gedacht, wir digitalisieren das einfach auf einer Webseite und das sieht so aus und der Karl wird euch jetzt mal etwas zu der technischen Seite erklären, wie wir das umgesetzt haben und dann zeigen wir euch ein bisschen was davon. Ja, also umgesetzt haben wir das alles ganz einfach mit HTML, CSS, JavaScript, PHP. Wir haben auch noch eine MySQL-Datenbank, die im Hintergrund läuft. Wir haben es so schon gemacht, dass wir hier einfach die einzelnen Projekte alle sehen, die gerade hinzugefügt wurden, auch immer schön mit dem Event. Da kann man dann draufdrücken, wenn man sich dafür interessiert. Und dann hat man diese klassische Ansicht, die man auch von den Plakaten kennt, die da draußen noch im Flur hängen. Also die Probleme, die Fragestellung, welche Software und welche technischen Geräte man verwendet, was noch fehlt. Und wenn man sich denkt, das Projekt finde ich cool, dann möchte ich mitmachen, dann drückt man einfach auf Add Me und dann wird man hinzugefügt. Jetzt bin ich da mit in den Members. Man kann auch ganz einfach eigene Projekte hinzufügen, indem man hier auf das Plus drückt. Wenn der Link mal funktionieren würde, was er mal wieder nicht will. Das sind technische Schwierigkeiten, der Fluch der Präsentation. So, hier kann man dann ganz einfach einen Projektnamen eingeben, wie ABC, kann ein Event auswählen. Wir haben hier jetzt erstmal Jugendhack Berlin, das Demokratielabor und Jugendhack Recoded hinzugefügt. Man kann eine Beschreibung abgeben. Man kann Probleme, Fragestellungen erklären, die Software dahinter und was uns noch fehlt. Und dann kann man hier unten auch noch schöne Texte einfach schreiben, zum Beispiel jetzt Alpakas. Wenn man möchte, kann man auch sogar noch seine eigene Farbe auswählen, falls man die Farbe da nicht mag. Hat man hier so einen schönen Color Picker. Man kann auch unendlich viele Texte hinzufügen oder man kann sie auch einfach entfernen, indem man doppelklickt. Und dann drückt man einfach hier unten auf Add Project, dann kommt man zurück zur Hauptseite und hier ist das neue Projekt. So, im Grunde war es das, ja. Vielen Dank. Ist denn der Gedanke, dass ihr das jetzt auch direkt beim nächsten Jugendhakt-Event zur Verfügung stellt? Und wenn ja, unter welcher Lizenz? Also können die Organisatoren das direkt als nächstes benutzen? Wenn denn Interesse besteht, ist es im GitHub unter der MIT-Lizenz. Ja, fantastisch, dann kann man das ja direkt benutzen. Super. Wird auch weiterentwickelt, so ein bisschen in der Freizeit. Ja, perfekt. Also nicht nur die Welt verbessert, sondern auch Jugendhakt. Ganz vielen lieben Dank nochmal an euch. Danke.